Das war bis zu Marconis Zeiten gegen Ende des letzten Jahrhunderts oft alles, was von einem Schiff in Seenot übrig blieb. Tiefe Stille herrschte im Äther. Schnelle Hilfe wäre höchstens mit Hilfe des Kabels zu holen gewesen, doch das lag am Meeresgrund, angeschlossen an die Zentren mit ihren Telegraphennetzen. Texte und Zahlen wurden als Morsezeichen übertragen. Jeder Buchstabe besteht dabei aus einer Kombination von kurzen oder langen elektrischen Impulsen, ein damals selbstverständliches Nachrichtensystem. Doch innerhalb weniger Jahre bekam das Kabel ernste Konkurrenz aus dem Äther. Bologna rühmt sich gerne seiner geladenen Atmosphäre, günstig für Erfinder wie Guglielmo Marconi, den berühmtesten Sohn der alten Universitätsstadt. Noch heute heißen die italienischen Funker Marconesti. Die Elektrizität fasziniert ihn früh. Gezielt erarbeitet er bei führenden Forschern das Wissen für seine späteren Erfindungen. Eine reguläre Ausbildung hätte das nie vermocht. Die irische Mutter erzieht ihn zweisprachig, gibt ihren Söhnen eine breite Bildung. Man musiziert, Guglielmo spielt Klavier. Aber erst als der 20-Jährige im Urlaub einen Artikel über die Versuche des deutschen Physikers Heinrich Hertz liest, bekommt seine Arbeit ein klares Ziel. Nachrichten übertragen mittels elektromagnetischer Wellen. Zwischen zwei Drahtspitzen springt ein Funken über. Er strahlt elektromagnetische Wellen ab. Dadurch wird beim Empfänger ein zweiter Funke hervorgerufen. Die Wellen breiten sich kugelförmig aus, wie Lichtwellen. Diese Grundlage hat Heinrich Hertz erforscht. Zur selben Zeit experimentiert der Russe Alexander Popow mit atmosphärischer Elektrizität, entwickelt für sein Gewitterwarngerät die Stabantenne. Der Franzose Édouard Branly erfindet mit seinem Coherer den ersten Empfänger. Winzige Metallspäne in einer Röhre werden durch die Funkwelle leitend und schließen den Empfangsstromkreis. Marconi installiert dazu einen Klopfer, der die Späne wieder durcheinander wirft, sodass sie für neue Impulse wieder reaktionsbereit sind. Zielbewusst arbeitet er jetzt wie besessen im Obergeschoss der elterlichen Villa. Der Vater hält alles für Hirngespinste und Zeitverschwendung. Aber die Mutter glaubt an ihn, bringt sogar das Essen in sein Labor. Nach 2 Jahren kann er eine Klingel aus 9 Metern Entfernung zum Tönen bringen und Morsezeichen übertragen mit einer quadratischen Blechantenne. Er ersetzt sie bald durch eine Drahtantenne, die er im Garten aufstellt, um größere Entfernungen mit größeren Wellen zu überbrücken. Er entdeckt die Erdung. Auf einen Schlag wächst die Reichweite auf mehrere hundert Meter. Jetzt will er das erste Mal versuchen, seine Signale über Sichtweite hinauszuschicken. Sein Bruder hat das Gewehr dabei. Ein Schuss ist das vereinbarte Erfolgssignal. Ein Gehilfe trägt die Empfangsapparate. Sie gehen 2,5 Kilometer. Auf dem Tisch stehen seine bewährten Geräte. Morsetaste, Funkenkugeln, Spannungsinduktor, Batterie. Er verwendet als erster bei Sender und Empfänger ein und dieselbe Antenne. Mit der Morsetaste löst er 3 kurze Stromsignale aus. Sie lassen 3 Funken überspringen, die die Abstrahlungswelle erzeugen. Incredibile! Funziona! Mamma mia! Ma-
Das stolze Ergebnis: seine Signale gehen durch Wälder, Wände, Nebel, die Nacht über Seen und Berge. Unsichtbar, geheimnisvoll. Und seitdem fehlt es nicht an Versuchen, ein Phänomen zu erklären, für das dem Menschen die Sinne fehlen. Der Strom lässt die Elektronen in der Antenne schwingen. Sie erzeugen die Sendewelle. Da Italien kein Interesse zeigt, verspricht England mit seiner Weltmachtflotte die größten Chancen, die Erfindung zu verwerten. Sogar die skeptischen Postingenieure können keine Tricks entdecken. Mit Antennen, die an Drachen hängen, überbrückt Marconi bald 15 Kilometer Wasser und überträgt erste Funktelegramme. Plötzlich aufmerksam geworden, verlangt der italienische König nach dem 24-jährigen König der Wellen. Danach werden die ersten italienischen Kriegsschiffe mit seinen Apparaten ausgerüstet. Das Frequenzspektrum bei Abstrahlung und Empfang ist immer noch sehr breit, aber es reicht, um Rettung herbeizurufen. Berichte häufen sich, dass Schiffe mit Marconi-Funk sicherer sind. Das war zum drängendsten Problem geworden, aus dem wachsenden Wellensalat eine bestimmte einzelne Botschaft herauszufiltern. Mit ständigen Verbesserungen der Empfangsgeräte, die schließlich auch eine präzisere Frequenzabstimmung ermöglichten, konnten Sender und Empfänger immer zuverlässiger arbeiten. Marconi vermietet neben den Geräten auch den Funker, ein neuer Beruf. Einzige Bedingung: nur seine Stationen dürfen angefunkt werden, ein Monopol. Er hält insgesamt 800 Telegrafie-Patente. Die erste Funkfahndung der Geschichte gelingt und ereilt den Mörder Dr. Crippen, als er auf einem Dampfer nach Amerika flieht. Beim Untergang der Titanic verdankten 700 Passagiere ihr Überleben dem SOS der Funker. Danach vereinbarte die Welt allgemeine Notruffrequenzen. Marconi handelt in einer Karikatur dem Meeresgott arme Seelen ab. Bereits 11 Jahre früher hatte er im Stillen seinen Versuch vorbereitet, den Atlantik zu überqueren. Dass er die größte Sendestation jener Zeiten aufbaut, im irischen Ort Poltiu, hält er geheim. Ein Jahr Bauzeit. Winterstürme zerstören die Antennen. Doch dann berichtet er, dass um 12.30 Uhr schwach Signale ankommen. 3.500 Kilometer von jenseits des Atlantiks. Alle 12.30 Uhr. Ecco giungere al mio orecchio, debolmente, i segnali che venivano lanciati nello spazio dalla stazione di Poltiu sull'altra sponda dell'oceano. Sein Tagebuch listet nur Frequenzen auf und, kaum lesbar, die Uhrzeiten des Empfangs. Nüchterne Notiz eines sensationellen Erfolgs, mit dem er die Wissenschaft widerlegte, die behauptet hatte, Wellen würden nur schnurgerade in den Weltraum gehen. Die Langwellen strahlen mit einer Länge von 1 bis 10 Kilometern zwischen Ionosphäre und Erde. Und durch die Leitfähigkeit der Erde werden sie an der Oberfläche entlang geführt und folgen so der Erdkrümmung. Einige Jahre zuvor. Ein Spion beobachtet Versuche Marconis in England. Der deutsche Physiker Slaby, rechts im Bild. Er hatte selbst schon mit Funkwellen experimentiert, wie Professor Karl Braun, der ein neues Sendesystem kreiert hatte. Braun erhält zusammen mit Marconi 1909 den Nobelpreis. Doch erst der Herr mit Hut, es ist der deutsche Kaiser Wilhelm, verlangt den nationalen Schulterschluss der Anstrengungen. Er will das Monopol Marconis brechen. Daraus entsteht die Firma Telefunken. Es ist ebenfalls eine Erfolgsstory. Die Deutschen fordern Freiheit auf allen Frequenzen, was sie auf internationalen Funkwellenkonferenzen auch durchsetzen. Die deutsche Station Nauen wird kurzfristig der größte Sender der Welt. Solche Anlagen aus den 30er Jahren waren schon geeignet für Radiosendungen. Dazu musste man die höchst komplizierten Schwingungen von Sprache oder Musik sozusagen Huckepack den Sende- oder Trägerwellen mitgeben. Die Voraussetzung dafür war die Erfindung der Diode und kurz darauf der Triode, Vorstufen des Transistors. Diese erste Beschreibung stammt vom englischen Professor Fleming und fußt auf der Glühlampe. Er wollte Funksignale sichtbar machen, weil er schlecht hörte. Dabei stieß er auf das Prinzip der Stromverstärkung und Gleichrichtung.
Marconi setzte diese Röhren sofort ein. Er gehört zu den Gründern der BBC. Ein Ausschnitt aus der ersten Sendung mit der Primadonna Nellie Melba. Und bei der Eröffnung des Radio Vaticana sagt er auf die Frage, wie das alles eigentlich funktioniere, zum Papst: Das müssten Sie eigentlich besser wissen. Sie sind näher bei Gott. Ich weiß es nicht. Mit Gottes Hilfe, der der Menschheit solche mysteriösen Kräfte zur Verfügung stellt, konnte ich einen Sender aufbauen, der die Stimme des Heiligen Vaters in alle Welt übertragen wird. Seine Yacht Elettra ist in jenen späten Jahren sein liebster Aufenthaltsort. Er hat sie zum schwimmenden Labor umgebaut, erforscht rastlos die Radarstrahlen und vor allem die Kurzwellen mit ihren unerklärlich großen Reichweiten. Er konnte nicht wissen, dass sie einerseits zum Boden abstrahlen, andererseits aber gleichzeitig in den Raum gehen und durch die Ionosphäre teilweise reflektiert werden. Diese elektrisch geladene Schicht, 100 bis 400 Kilometer über der Erde, wirft nur diese Wellen mit einer Länge von 10 bis 100 Meter zurück. Zwischen Boden- und Raumwelle liegt meist eine empfangstote Zone. Unter bestimmten Bedingungen werden Kurzwellen sogar innerhalb der Ionosphäre gespiegelt. Ohne große Abstrahlleistung kommen sie so, im Idealfall reflektiert von der Erde, um die ganze Welt. Pro Sekunde 7-mal rundherum. Die Ausbreitung erfolgt in Lichtgeschwindigkeit und in allen Richtungen. Damit war seine Vision eines weltumspannenden Funknetzes verwirklicht. Marconi verkörperte ein Forscherideal, das die Beherrschung der Natur zum Ziel hat und daran den Fortschritt der Menschheit misst. Ohne Blick auf die Politik, rein zum praktischen Nutzen. Das war seine größte Stärke und seine größte Schwäche. Bei seinem Tod schwiegen alle Funk- und Radiostationen auf der Welt für 2 Minuten. Im Äther war es einen Moment lang so still wie vor Marconi. Gut 10 Jahre später entsteht mit dem Transistor die Voraussetzung für die moderne Elektronik. Längst ist der letzte sinnliche Vorgang, der Funke, ins Unsichtbare entschwunden. Via Satellitenfunk ist heute jedes Schiff in jedem Winkel der Welt erreichbar. Wettervorhersage, Telefon, Fernsehen, Radio, Telefax, private, öffentliche, kommerzielle Dienste, alles zur selben Zeit. Die extrem kurzen Wellen des Radarfunks, sie bewegen sich im unteren Zentimeterbereich, reflektieren jeden metallischen Gegenstand so genau, dass seine Entfernung und Richtung exakt bestimmbar werden. Und das vermeidet Kollisionen auch bei Nacht und Nebel. Lang- und Mittelwelle werden langsam abgelöst. Vor allem bei Musiksendungen hat die Ultrakurzwelle ihr Aufgabengebiet übernommen. Die Kurzwelle bleibt die Domäne der Amateurfunker. Das weltweite Kommunikationsnetz hat ein globales Denken ermöglicht. Es ist die Grundlage von internationalem Handel, von Börsen, Beziehungen. Doch die Informationsflut nützt nicht allen. Ihr Wahrheitsgehalt ist oft trügerisch und droht Menschen genauso zu überspülen wie einst die Sturmflut die Schiffe auf See. Neben dem Satellitenfunk gehört die Zukunft dem Richtfunk mit Parabolspiegeln, gebündelter Mikrowellen, das Kabel des Äthers.